In der Metzgerei Santl in Otzing wird noch selbst geschlachtet, trotz zunehmender EU-Bürokratie. Wir haben natürlich investieren müssen ins Schlachthaus. Und jetzt kommt immer wieder, alle Jahre kommt immer was anderes mit dazu. Und jetzt muss halt alles dokumentiert werden. Aber wie gesagt, für mich war das nie ein Thema, dass ich da aufhöre, weil ich dafür habe ich ja das Fleisch von meinen Bauern im Umkreis da und nichts irgendwo her. Für viele Verbraucher ein wichtiges Argument bei ihrem Fleischeinkauf. Tierartgerechte Haltung ja, ja, aber dafür auch mehr bezahlen? Für Landwirt Josef Peringer geht das nicht zusammen. So ungefähr, der Bauer hat 5 Schweine auf der Weide und alle 2 Monate schlachtet er eins und das verkauft er und von dem lebt er. Also das funktioniert halt leider nicht. Eine private Schlachtung auf meinem Betrieb ist aus Gründen der Vorgaben, wo ein EU-Schlachthaus erfüllen muss, schon mal ganz schwierig, weil das immense Kosten verursacht, die man in kleinen Strukturen ganz schwer verwirklichen kann. Und deswegen ist halt die einzigste Alternative, die man dann hat, eigentlich zu den großen Schlachthöfen zu fahren. Längere Transportwege zum großen Schlachthof will Peringer seinen Schweinen eigentlich ersparen. Allerdings sind dort die Arbeitsbedingungen auch nicht immer transparent. Doch in Peringers näherer Umgebung gibt es keinen Schlachthof. Zwar war einer geplant, aber eine Bürgerinitiative hat sich dagegen gewehrt. Ja, ich möchte es schon haben, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Und dann haben wir in Zukunft den letzten kleinen Schlachtbetrieb auch noch kaputt gemacht und dann geht alles nur noch in den großen Schlachthof. Aber es gibt sie noch, die Landwirte, die ihre eigenen Schweine am eigenen Hof schlachten, als EU-zertifizierter Schlachtbetrieb, wie die Grinners in Stephansposching. Doch das ist aufwendig. Die meiste Arbeit, nicht das Schlachten, sondern die EU-Bürokratie. Kannst du jetzt dann mal ein Ziel aussuchen? Alles muss dokumentiert werden, vom Desinfizieren über die Temperatur bis hin zu den Schlachtabfällen. Sollte sich aber die EU gewisse Auflagen einfallen lassen, die wo man nicht mehr finanziell und auch nicht bürokratisch schaffen kann, dann muss man sich schon überlegen, ob man dann weiter tut oder nicht. Die EU-Auflagen sind hoch. Die Nachfrage nach Schweinefleisch am eigenen Hofladen gering, weil, klar, teurer als im Supermarkt. Deswegen müssen die Grinners einen Teil ihrer Schweine auch zum großen Schlachthof nach Vilshofen liefern. Das bringt Geld. Ich möchte auch einen gewissen Jahresunterhalt verdienen, wie der BMW-Mitarbeiter zum Beispiel. Und das geht momentan nur über Masse bei den Mastschweinen. Viele Schweine der Grinners kommen auch zu umliegenden Metzgereien zum Schlachten, zum regionalen Vermarkten. Doch die werden immer weniger. Vor 10 Jahren gab es noch 4000 Metzgereien in Bayern laut dem Bayerischen Fleischverband. Dann kam die EU-Schlachthofverordnung, also viele neue Auflagen, hohe Kosten. Seitdem gibt es in Bayern nur noch 3000 Metzgereien. Bei nur einem Drittel davon wird selbst geschlachtet, wie bei Robert Santl. Das Schlachten vor Ort und nicht in fernen Schlachthöfen, schwierig, aber nicht unmöglich. Die Sau, so Metzger Santl, dürfe vom Verbraucher aber nicht als Massen- und Billigprodukt angesehen werden.